So, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wir spielen, wie versprochen, einen Run im Hard Mode. Allerdings, mit wem? Isaac hatten wir, glaube ich, zuletzt erst. Kane wäre eine Option. Das Blue Baby wäre auch noch da. Und dann hört es eigentlich auch schon quasi auf. Lilith wäre eine Option. Apollyon zu Isaac würde auch gehen. Und Megasatan. Apollyon zu Isaac und zu Megasatan. Beziehungsweise zum Blue Baby und zu Megasatan. Ansonsten würde ich wahrscheinlich Lilith wäre eine Option. Mit Cambion Conception und dem Incubus. Na gut, ich tue es mir an. Ich wollte es eigentlich nicht, aber ich tue es mir an. Wir spielen Lilith. Das ist unser Seed. Ich überleg gerade. Osrush wäre eigentlich wirklich, wirklich gute Option für Lilith, weil sie kommt da so gut durch, aber das werden wir wahrscheinlich dann erst feststellen, wenn wir da ankommen. Aua. Ich habe schon mal gesagt, dass ich teilweise nicht so gut ziehen kann mit Lilith. Naja. Erste Item, wir kriegen Lil Loki. Ein weiterer Begleiter, das ist gut. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Denn jeder weitere Begleiter erhöht die Chance, dass wir, naja, überleben. Oh, danke schön. Auch das ist gut. Hallo, Stacheln. Ja, ich habe das Item ernsthaft. Ja, ich habe den Stein gesehen, aber ich kann ihn da nicht zerstören. Habe keine Bombe. Warum gibt es eigentlich keinen Begleiter, der Bomben spuckt? Das wäre doch mal was. Das ist dann einer, den man entweder unbedingt dabei haben möchte oder einer, den man auf gar keinen Fall dabei haben möchte. Je nachdem, ob man gerade immun gegen Bomben ist oder nicht. Ja, ich nehme die Zeit, mach die Feuer kaputt. Haben wir die Ebene, ja, wir haben die Ebene größtenteils eigentlich schon erkundet. Ich nehme mir sogar die Zeit, um nochmal zurückzugehen. So. Einmal nach links und zu gucken, was da ist. Aha, eine Sackgasse. Schön. Wow, das war eine ganz, ganz schlechte Leistung von mir. Oh nein. Bin in der Ecke eingesperrt. Yay, Werp. 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 Ernsthaft? Kann es sein, dass Werp immer nur... Wow. Dass Werp immer nur eine von den Pillen dupliziert, die man schon mal hatte. Und dementsprechend, weil wir noch nichts hatten, wird immer wieder Werp erzeugt. Aha. Interessant. Macht Werp irgendwie Damage oder so? Keine Ahnung. Werden wir gleich feststellen. Hallo Gurglings. Nein, Werp macht kein Damage. Mal ganz schnell die Begleiter verdoppeln. Also nicht verdoppeln, aber naja. Um einen erhöhen. Wir bekommen ein HP ab, das ist schön. Problem ist nur, wir haben keine Sehnenherzen mehr. Das ist schlecht. Curse of Darkness. Natürlich. Natürlich. Ich überlege gerade, ob es sinnvoll wäre, mir eigentlich mal eine andere Strategie zu fahren, nicht zum Devil Deer zu gehen, sondern so viel Schaden wie möglich zu kassieren, vorausgesetzt man kann ihn wieder ausgleichen, um an zusätzliche Begleiter ranzukommen, weil so ein Succubus wäre schon schön. So ein Succubus wäre echt was Feines. Ich überlege gerade, ob ich die aktiv zerstöre oder einfach nur ausharre, bis sie zu mir kommen, sondern von selbst kaputt gehen. Ja, da ist es auch schon kaputt. Hat sich nicht gelohnt. Schlüssel, was haben wir hier? Ah ja. Wunderschön. Ninja-Spinnen. Weg. Und damit ist das Item aufgeladen und wir sind in einem Raum mit Spinnen an der Wand. Wunderbar. Zum Glück sind sie hier recht ungefährlich. Bloody Crown, ja.
Dadurch kriegen wir Goldräume in den nächsten Ebenen. Also ab der Wump-Ebene kriegen wir trotzdem noch Goldräume. Das ist super. Haben wir eine Bombe? Wir haben eine Bombe. Ich überlege gerade, ob ich jetzt zuerst den Shop suche, den Goldraum suchen sollte oder den Bossraum. Ich glaube ja schon fast, dass der Bossraum die bessere Wahl wäre aktuell. Oh, cool. Da muss man auch Glück haben, dass man das mal kriegt. Ich finde unsere Itemwahl bisher ziemlich gut. Alles ist rot. Das Herz ist rot, Little Loki ist rot, Cameron Conception ist rot, unser Trinket ist rot, das ist irgendwie lustig. Und da haben wir auch schon den Bossraum. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja. Verb macht scheinbar das, was ich gesagt habe. Interessant. So, Little Horn. Ich hoffe, dass du nicht lange überlebst. Wäre mir eine Freude. Und das da solltest du bitte ganz schnell lassen. Lass es sein. Geh weg. Wir haben gute Chancen auf den Devil Deal. So. Speed und Damage up. Devil Deal. Oh, 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 oh. Ich kann nur ein Item mitnehmen. Ich kann nur ein Item mitnehmen. Das ist tragisch. Sehr, sehr tragisch. Aber das zusätzliche Damage ist aktuell unverzichtbar, aus meiner Sicht. Da haben wir den Goldraum. Oh ja, Compound Fracture Bone Tears. Bone Tears sind super. Die Bone Tears. Okay, extra Pill Room. Lock up. Jetzt hätte ich gerne ein paar Whirlpillen, weil da würde immer Luck-Up rauskommen. Oder halt nochmal Whirl. Das ist cool. Moment, ich habe noch eine Idee. Weil hier hinten ist ein Raum, wo wir jetzt rein können. Okay, lohnt sich nicht. Hätte sein können, dass da ein tolles Item drin liegt oder so. Keine Ahnung. Nein, Lives-Item, was mit Lilith sogar ziemlich cool wäre. Aber nein, aber nein. Wir müssen echt aufpassen jetzt. Curse of the Unknown. Dann gucken wir mal kurz hier rein. Da stellen wir fest, dass eine rote, eine goldene Kiste drin ist und überlegen uns das, ob wir vielleicht später da mal reingehen. Vielleicht später. Warum prallen unsere Tränen an der Wand ab? Ach, es sind die Bone Tears. Okay, die prallen gar nicht mal weit ab. Das sind die Bone Tears. Sehr schön. Nein, da oben gehe ich nicht rein. Da oben gehe ich nicht rein. Habe ich schon mal gesagt, dass die Bone Tears super sind? Ey, kommt ihr mal ran hier? Das war knapp. Unerwartet knapp. Okay, Item ist aufgeladen. Wir können nach oben. Und da werden wir auch das Item gleich einsetzen. Ja. Ob das so sinnvoll war, ich weiß es nicht. Beziehungsweise notwendig. Sinnvoll war es garantiert, aber notwendig ist die andere Frage. Ich hätte gerade zu gern das Trinket Room, die Begleiter direkt mit dran kleben. Das wäre so. Verdammt! So awesome. Goldraum. Ja, super. Blood Rites. Mars Enemy Damage at a Cost. Auf gar keinen Fall. Habe ich erwähnt, dass ich mich gerade tot sehe, so ein bisschen? Würde meine Siegeschancen gerade aktuell recht gering einschätzen. Jetzt schon deutlich besser. Ey, weg mit deinen ganzen Spinnen.
Gut, dass wir so viel Schaden machen. Interessanter Raum. Mit jeder Menge Geld drin, wodurch es sich lohnen würde, in den Shop zu gehen, den wir gleich noch treffen sollten. Das war knapp aus meiner Sicht. Unerwartet knapp. Piercing Shots wäre jetzt übrigens auch super, wegen den Bone Tears. Gehen wir mal hier lang und stellen fest, das war eine Sackgasse. Verdammt. Habe ich schon mal gesagt, dass ich mir gerade Sorgen um mein Überleben mache? Nein? Ich mache mir Sorgen um mein Überleben. Okay. Ich hoffe wirklich, dass wir gleich einen Shop finden. Und zwar schnell. Okay, da haben wir unseren Shop. Wir müssen nur da durchkommen. Hey, das Spawner ist schon zerstört. Der andere muss jetzt auch noch weg. Alles klar. Der letzte auch noch. Panisch wurde einen Tränen weggerannt. Also, wir kriegen das hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann holen wir uns das hier. Und das war's. Ach, immer diese Spawner. Geht doch mal weg damit. Ja. Wenigstens sterben können sie. Ich hoffe, wir kriegen beim Boss gleich irgendein schönes Item. Weil der fehlende Devil Deal wird schwer auszugleichen. Aua. So. Natürlich ist es Stain. Natürlich ist es The Stain. Das als dritter Boss. Wie undankbar. Oh, der Magic Mushroom. Awesome. Ein Tears-Up wäre nicht schlecht aktuell. Wir haben schon mal gute Chancen auf den Devil Deal. Vorausgesetzt, ich werde lass mich nicht gleich wieder treffen. Das war risikobehaftet und eigentlich vollkommen unnötig, wenn man so ehrlich ist. Jetzt so nicht von denen hier reinlegen lassen und treffen lassen, das wäre absolut unnötig. Hat funktioniert, wir kriegen Geld. Sehr schön, und den Goldraum. Ah, die Blankard. Nein, nicht die Blankard. Warum die Blankard? Warum ärgerst du mich und zeigst mir die Blankard? Eins. Nee, eins reholt meine Items, das will ich nicht. Wenn ich dann den Inkubus nicht mehr habe, habe ich ein Problem. Das wäre ein ziemlich dramatisches Problem. Das will ich nicht eingehen, das Risiko. Also ohne Inkubus habe ich... Nee. Überhaupt keine Chance mehr. Das gehe ich nicht ein. Aber der Magic Mushroom ist schon mal schön. Das freut mich. Haben wir gute Chancen auf irgendwas Schönes. Oh, Luck up. An dem Typen da drüben dürfen wir, glaube ich, nicht spielen. Was ich ziemlich bescheuert finde, weil das ist ja eigentlich ein... Naja, Gebieter des Teufels, weiß ich jetzt nicht, aber gehört auf jeden Fall zum Teufel irgendwie dazu. Er möchte unsere Herzen haben und gibt uns dann Sachen dafür. Es ist so ähnlich wie Satan eigentlich selbst. Oder ich irre mich gerade. Kann natürlich auch sein. Man darf eigentlich daran spielen, ich weiß es noch nicht. Weil machen würde ich es definitiv. Aber nicht, wenn ich dadurch die Devil die Chance versaue. Haben wir eigentlich schon einen Shop gefunden? Nö, bisher nicht. Wäre doch mal langsam Zeit, oder? Vielleicht ist da ja irgendwas Tolles drin. Bei 20 Münzen könnte ich mir sogar was kaufen. Ist hier noch jemand? Aha. Sehr gut. Weiter geht's. Wir haben immer noch unser halbes Seelenherz. Das ist sehr, sehr schön.
Das freut mich sehr. Unser Item ist auch wieder aufgeladen. Jetzt müssen wir nur langsam den Boss finden. Ja, okay. Ich schiebe das mal hier kurz an die Wand. Schade, was bist du? Speeddown, na super. Gertie! Gertie! Auf Wiedersehen, Gertie! Devil hier unten, Tears up, super! Wir kriegen die Option zu fliegen. No risk, no fun. Immerhin hat das auch ein Damage-Up, ein Speed-Up mit drin, das ist schon mal schön. Ich fühle mich trotzdem aktuell etwas unwohl. Aus Gründen. So, ich fühle mich gleich viel wohler. Aus Gründen. Welche Ebene bin ich nochmal? In der vierten. Okay, das passt zeitlich ganz gut. Was haben wir hier? Jawohl. Und jawohl. Vielen, vielen Dank dafür. Luck up. Und noch mehr Geld. Ja, ich würde sagen, das war doch schon mal schön. Ja, komm, ich nehme die Zeit und fliege da hinten nochmal hin, weil ich bin ja recht fix unterwegs. So. Und das war's. Ich habe gerade gesehen, wo kommst du denn her? Warst du schon die ganze Zeit da? Blankheart bleibt, wie gesagt, weg. Aus Gründen, wie man sich vielleicht denken kann. Nächste Ebene. Schade um die Blankheart. So, Dank Depths 1. Oh, Litterbombs. Awesome. Ich würde mal sagen, wir verdoppeln hier unsere Begleiter mal eben. Ich denke, das lohnt sich. Ja, noch jemand? Wunderbar. Das war's. Perfekt. Wir kriegen Boards of Steel. Oh, schön. Also wenn das nicht gut ist, weiß ich auch nicht. Jetzt sieht das Ganze doch schon wieder ganz anders aus. Und zwar vor allem besser. Du musst mal als erstes weg, bevor du noch ganz viele Gegner spawnst. Was haben wir hier? Rollbombe. Ja, genau. Mhm. Aua. Hast du diese Räume? Bist du? Retrovision. Die Blankheart hat sowieso keinen Sinn gemacht, weil wir haben ja das Item, wodurch wir keine Karten mehr kriegen. Wir kriegen nur noch Pillen. Ich meine, das kann gut sein. Das kann aber auch ziemlich nach hinten losgehen. Von meinem Glück geht das meistens immer nach hinten los. Nochmal Retrovision. Ich frage mich, ob Verb irgendwie auch davon abhängig ist, wie häufig man schon eine Pille hatte. Oh. Herzchen. Metal Plate. Noch ein Herzchen. Hätte gerne höhere Tierrate. So. Weiter geht's. Boss Rush können wir vergessen. Zum 3 Millionsten Mal jetzt Retrovision gekriegt. Ich glaube, wir können Gegner nicht nur verängstigen, sondern auch verwirren jetzt. Wir haben einen super hohen Lackwert. Also für normale Verhältnisse. Bombe, danke schön. Wir gehen lieber mal hier lang. Und wie ich feststelle, das war der falsche Weg. Ist aber nicht so schlimm, denn wir haben immer noch ein paar andere Gegner, die wir hier auslöschen können. So, jetzt seid ihr dran. Macht was. Dankeschön. Noch mehr Zeug. Und da oben haben wir den Shop. Oh. Oh. Das sehen jetzt nehmen wir auf jeden Fall mit. Das nehmen wir mit. Funny Pack. Filled with Goodies. Wenn wir getroffen werden, gibt es irgendwas Schönes. Dann gucken wir nochmal jetzt hier rein. Eine Laterpille.
Na gut, besser jetzt als später. Würde ich mal sagen. Kann ich mich darauf einstellen. Wunderbar. Noch mehr Geld. Tschüss, Abi. Jawohl. Und da geht's zum Boss. Ja. Wir hatten den Goldraum, wir hatten den Shop, wir haben eigentlich alles, was wir wollten. Aber würde gerne meine Seelenherzen behalten, aus Gründen. Huch, das war jetzt fatal. Wodurch habe ich Schaden gekriegt? Regeneration und HP ab, das ist schon mal nicht schlecht. Nächste Ebene. Regeneration und HP ab ist eigentlich richtig gut. Bossgegner hat richtig viele rote Herzen. Na komm. Abel! Oh nein. Ich hasse dieses Monster. Ich hasse dieses Monster. Ich bin eindeutig zu groß. Ich muss dringend kleiner werden. Was bist du? Tears down. Schön. Sehr schön. Verdammt nochmal. Tears down. Ich brauche Tears up, nicht Tears down. Käse. Immerhin, wir kriegen auf den nächsten beiden Ebenen noch Goldräume. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist wunderbar. I can see forever. Auch nicht schlecht. Ich frage mich, ob ich Delirium überhaupt schaffe. So viel Schaden, wie ich aktuell kriege, sieht das eher schlecht aus. Das ist das Einzige, was mir gerade echt Sorgen macht. Dass wir bis Delirium nicht genug Schaden, nicht genug Damage, nein. Nicht genug Leben haben und zu wenig Damage machen. Na toll. Okay, es hat funktioniert. Shop. Natürlich. Wenn wir haben super Voraussetzungen. Dankeschön dafür. Brauche ich ab der nächsten Ebene eh nicht mehr. Kommt zu spät. Wir haben tatsächlich super Voraussetzungen, aber wir müssen sie halt irgendwie umsetzen können. Bisher ist das eher nicht unbedingt der Fall. Weil ich muss ja noch zu Hasch. Haha, witzig. Haben wir schon einen Goldraum? Nö. Dann eine Powerpill. Okay. Müssen wir nochmal eben schnell den Goldraum suchen. Die Zeit nehme ich mir einfach mal. Das nehme ich nicht mit. Weil ich habe ein super Trinket. Da haben wir den Goldraum. Perfekt. Sehr viel Glück gehabt. Und was haben wir hier drin? Es ist die Spitzhacke. Die ist blöd. Und jede Menge Zeug. Speed up. Mhm. Aua. So doof. Retro Vision. Okay, kann ich das rerollen? Ja. Das ist nicht das, was ich möchte. Der Apfel. Den Apfel mal mit. Trick or treat. Hier ist ab. Ja, was soll's. Es ist immerhin besser als nichts. Luck up. Gucken wir nochmal hier rein. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leben ich aktuell habe. Ist auch, glaube ich, nicht so relevant. Aber wir haben eine Powerpill. Das ist cool. Oh, der Damage ist so schön. Und das war es auch schon. Wir nehmen das Polaroid mit und gehen in die nächste Ebene. So, ganz wichtig, wir müssen jetzt auf die Goldräume achten. Da ist es vollkommen egal, wo wir hingehen. Irgendwo wartet ein Goldraum auf uns. Aua. Außer natürlich, ich sterbe vorher, dann wartet er nicht mehr auf uns. Speed und Luck up nochmal dazu.
Wunderbar. Retrovision macht das Ganze ein bisschen kaputt. Ach, der Apfel. Oh, das ist natürlich richtig gut. Moment, war da noch was? Nein, das war Abel. Da kommt dann einfach mal eine Rasierklinge teils geflogen. Das ist ja übel böse. Die macht auch übel viel Schaden. Das ist ziemlich böse. Ich mache jetzt mal kurz hier das Item. So, wunderbar. Was haben wir hier? Oh, das muss ich machen. Das muss ich machen. Das muss ich machen. Ah, schwierig. Gib mir das her. Geh da hinten rein. Mit ein bisschen Glück kommt hier irgendwas Tolles bei rum. Yes! Obwohl, das bringt uns gar nicht so viel. Ich meine, wir haben schon den Magic Mushroom. Da bringt das tatsächlich nicht mehr so viel. Gehen wir hier rein. Was haben wir denn hier Schönes? Den Goldraum. Den Goldraum. Wir haben hier den Goldraum. Ist das schön. Gott, was ist da denn alles drin gewesen? So. Die letzten paar Gegner habe ich, ups, doch nochmal die Items verdoppelt. Oh, Freeze Effect, cool. Freeze Effect sind super. Die haben so viele On-Hit-Effekte. Das ist echt nicht feierlich. Trotzdem müssen wir innerhalb der nächsten paar Minuten hier mal raus. Die Items sind eigentlich allesamt recht gut. Muss man einfach mal so sagen. Speed up. Problem ist jetzt, auch einen zusätzlichen Raum. Oh. Sehr gut. Wunderbar. Und damit haben wir auch das. Okay, auf zum Boss. Nein. Ich nehme lieben gerne dieses zusätzliche Item durch den Goldraum mit. Moment, warum habe ich keine Aufladung bekommen? Warum fehlt mir immer noch eine Aufladung? Hä? Was ist da passiert? Das ist mal ernsthaft, das sollte eigentlich nicht sein. So, her damit. Money equals power wäre auch nicht schlecht jetzt. Aber wir müssen jetzt ganz, ganz dringend zum Boss. Wir haben nur noch 5 Minuten Zeit. Warum weiche ich den Stacheln aus? Das macht überhaupt keinen Sinn. Hallöchen. Wow. Damage Output. Ich habe nicht viele Herzen, sehe ich gerade. Ah, zusätzliche Begleiter wäre aber schön. Aber nicht so einer. Ne, 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 ne. Zu wenig Herzen. Scare Room 2. Okay. Es wird jetzt langsam interessant. Bei den wenigen Leben. Dass diese Rasierklinge sich auch aufteilt, ist verdammt stark. So, was haben wir hier? Nichts, was ist da? Ach ja, komm. So. Böse, böse viel Schaden kommt da gerade warum. Aber richtig böse viel Schaden. Wow, diese Rasierklingen sind so stark. Wirklich, wirklich extrem stark. Okay, wir gucken mal hier lang. Könntest du bitte kaputt gehen? Dankeschön. Wunderbar. Batterie, die wir aktuell nicht brauchen. Ach, ich wollte gerade das Item aktivieren, das ist mir eingefallen. Ach, ich habe doch gar keine Aufladung dafür. Hätte ich mal die Batterie mitgenommen. Nee, 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 Freunde. Mal Schluss hier mit lustig. Bist du? Tears down. Ja, nee, danke.
nicht überragend. Und da haben wir den Goldraum. Okay, hier aktiviere ich mal kurz das Item und hoffe, dass ich von nichts getroffen werde. Bitte Glück. Ich krieg sogar noch Seelenherz dazu. Und das Spider-Baby. Spider-Baby? So, gefährliche Gegner sind ausgelöscht. Es ist nur noch das Ding da unten. Perfekt. Ich überlege gerade, ob ich bei Mutti überhaupt das Item einsetzen sollte. Also unsere Truhe. Ich neige dazu zu sagen, nee, es wäre eine schlechte Idee. Oh, noch ein Item. Da haben wir eine Batterie. Okay, dann würde ich sagen, rein da. Aktivieren und dann holen wir uns einfach gleich die Karte. Auch nicht die Karte, sondern die Batterie. Nein, nicht gut. So, wir gehen kurz zurück, holen uns die Batterie. Gott, sind wir schlecht ausgerüstet. Muss jetzt auf Hasch hoffen, beziehungsweise auf die Ebene, dass da irgendwas Tolles rumliegt. Curse of the Maze ist mir herzlich egal, hoffe ich mal. Ein Seelenherz. Und hier ist down. Okay, gucken wir mal in die Räume rein. Die Fliege sieht verdächtig aus. Ganz viele Batterien. Leider nicht nutzen kann. Okay, was ist in der, auf der anderen Seite drin? Das da. Ganz klar, das da. Okay, es sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, würde ich sagen. Was bist du? Gott, doch so eine schlechte Pille. Okay. Dann, so sehr ich mich für dieses Item interessiere, ich nehme das mit. HP up plus you feel healthy. Was war das hier nochmal? Balls of Steel. Perfekt. Balls of Steel. Wow. Das ist wirklich nochmal eine Menge. Ich hätte das Item noch nicht mitnehmen sollen. Naja, was soll's. Was anderes gibt's ja nicht. Halt, stopp. Ich meine, wir holen da immer so viele Münzen raus. Es wird mal Zeit, dass wir ein paar einzahlen. Jetzt, wo wir gerade so viel Geld haben, ist das, glaube ich, überhaupt kein Problem. Da waren mal, ja, da waren mal so viele Münzen drin. Das ist schon ziemlich übel, was ich da alles rausgebombt habe in der Zeit. Aber gut, was soll's. Wir haben wieder ein paar mehr. Scheinbar. Akzeptierst du gerade alle meine Münzen? Alle 70? Oder wie viele das auch waren? Das finde ich gut. Vielen Dank, das hat sich gelohnt. Hallo Hasch. Okay, wir haben so gut wie keine Begleiter. Das ist halt, also, das heißt keine Begleiter. Wir haben keine Sachen, die uns irgendwie schützen. Oh wow, ich sehe gerade unsere Chance. Ich sehe gerade unsere Chance. Warum kommen da keine Batterien? Warum kommen da keine Batterien? Das ist übel, wenn es funktionieren sollte.
Was ist nicht? Doch, jetzt funktioniert's. Perfekt. Mehr Begleiter. Und wir haben einen Meat Boy. Ich sehe überhaupt nicht mehr, obwohl der jetzt genau Gegner sind, wo nicht. Wow, das war kritisch. I can see forever. Doch, wer trifft mich hier nicht? Was ein übler Kampf. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich viel zu groß bin? So, jetzt guck noch mal. Jetzt guck noch mal. Hahaha, jetzt wird's lustig. Damage Output at its best. Autsch. Wow. Die Kombination unserer Items ist so stark. Okay. Wollen wir gleich noch ein paar Münzen einzahlen? Nee, möchte ich nicht. Lass mal kurz gucken, was hier so rumliegt. Speed up. Ja, gut. Speed up haben wir hier viele. Verb. Verb ist auch nicht schlecht. Könnte was Gutes bei rumkommen. Ah, okay. Ich habe gerade kurz Angst bekommen. I can see forever hätte ich gerne. I can see forever wäre echt schön. Verb? Telepills. Nee. Tearstone, nee. Da, I can see forever. Jede Menge Schlüssel, die wir nicht brauchen. Was bist du? Luck up. Mhm. Der Rest ist, glaube ich, nicht so toll. Was bist du nochmal? Power Pill. Ne, Power Pill und I can see forever hätte ich gerne. So, dann gucken wir mal kurz. Nein. Nein. So. Hier und zahle noch ein paar Münzen ein. Wir haben jetzt gerade wieder wunderbare Voraussetzungen. So. Wunderbare Voraussetzungen haben wir. Das ganze Zeug lasse ich liegen und wir gehen da rein. Ich würde schon sagen, warum geht das wieder nicht? Aber es funktioniert doch. The Void. I can see forever. Wir haben so gute Voraussetzungen. Wir haben so gute Voraussetzungen gerade. Abgesehen von unserem Leben, die sind nicht die besten. Und das ist... Das Stärkste an uns sind definitiv nicht unsere Lebensvorrat. Ist definitiv nicht unser Lebensvorrat, sagen wir es einfach mal so. Nehmen wir hier rein. Die Powerpill war gerade auch richtig wichtig, wie man gesehen hat. Dadurch konnten wir ohne Probleme alles einsammeln, was irgendwie da rumlag. Und durch die ganzen Pillen können theoretisch auch Balls of Steel-Pillen herumkommen. Was auch extrem gut ist. Ja. Haben wir es schon, die erste Ball of Steel Pille. Super. Da ist leider nichts. Der Damage Output ist schon ziemlich hoch dafür, dass wir eigentlich nur 11 haben und nur eine Tierrate von 5 und sonst gar nichts. Telepills werde ich mir auch aufbewahren für... Boss. Oh, wir haben schon. Wir haben maximale Leben. Was zur Hölle? Aua. Hm, so viel dazu. Powerpill und Telepills. Perfekt.
Satan! Mensch. Einmal bitte aufteilen und sterben. Wow. Der hohe Luckwert ist so wichtig. Und das war's mit Satan. Nee, 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 nee. Das Item habe ich auch im letzten Run schon gehabt und habe es nicht mitgenommen. Nee, 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 nee. Aus gutem Grund. Tears down. Tears up. Tears up. Dass da noch was bringt. Jetzt sind wir nicht nur extrem stark, sondern haben auch eine super gute Tierrate. Okay, die hatten wir vorher auch schon, aber jetzt ist sie noch besser. Das sind sehr gute Voraussetzungen. Was lebt denn da noch? Ach, das da. Noch eine Batterie. Ja, ich wollte gerade sagen, das sind immer unsere größten Probleme hier. So Gegner, die unverwundbar sind oder dass wir Gegner aber nicht treffen. Je größer der Feind, umso besser aktuell. Das ist schön. Wisst ihr was? Ich mache einfach so. So. Zack. Was bist du denn? Speeddown? Nee, halt mal. Oh, wir sind bei The Frail. Und The Frail ist kaputt. Hm, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Luck up. Okay. Die Frage. Auf ein besseres Trinket hoffen oder das andere Teil mitnehmen? Wir nehmen erstmal das hier mit, da wir haben so viele Batterien hier auf der Ebene, dass ich erstmal austauschen kann. So. Nein. 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 Kommt wieder nur Müll bei rum. Wupp, das war knapp. Jetzt haben wir hier. Und noch eine? Ne, das ist die letzte. Okay. Schade. Schade, schade, schade. Wir gehen erstmal weiter. Gehen erstmal weiter und hoffen auf ein Tears Up. Naja, leicht. Warum nicht? Dass der sich nochmal getraut hat, rauszukommen. Bist du da oben unverwundbar? Nee, bist du nicht. Hallo. Wunderbar. Ich weiß, das ist nicht gerade die cleverste Idee, bei dieser Ebene jetzt ohne die zusätzlichen Begleiter rumzulaufen. Aber das zusätzliche Trinket ist so verführerisch. Stell dir vor, da wäre Cancer mit bei. Wenn da Cancer mit bei wäre. Okay, der Locus. Halt, stopp. Wir machen das jetzt... Ah, nee, kann ich ja nicht. Ich wollte gerade sagen, ich lasse jetzt kurz das Item hier. Das funktioniert nicht. Stopp. Ich kriege aber auch nicht das, was ich möchte. Ich würde so gern jetzt Cancer bekommen. Das wäre so gut. Das wäre so gut. Du bist nicht aufgeladen, oder? Nee. Teilweise. Schade. Aber das, was hier sonst halt so rumliegt, ist überhaupt nicht sonderlich gut. Hm. Müssen wir mal gucken. Vielleicht finden wir noch irgendwo noch ein paar mehr Batterien. Oder wir produzieren sie einfach, je nachdem. Was bist du nochmal? Luck up. Gerne doch. Jetzt sag mir nochmal, dass der Damage nicht OP ist. Overpowered. Absolut overpowered.
Also jetzt nicht auf die schlechte Art Overpowered, sondern auf die gute Art. Aua. Das ist doch unnötig. Okay, Pheromones haben wir jetzt auch. Wollte ich schon immer mal haben. Aber. Nächster Boss. Das Blue Baby. Aua. Unnötig. Danach vernünftig auszuweichen ist echt schwer. Oh, Infestation. Infestation ist natürlich jetzt verdammt gut. Und was war jetzt da oben? Ach ja, Dr. Fetus. Nein! Ach, verdammt nochmal. Na gut, dann ist mein Plan jetzt eh egal, weil ich kann kein Trinket mehr mitnehmen. So geht's natürlich auch. Warum nicht? Ist überhaupt kein Problem. Boss Nummer 2 haben wir auch. Boss Nummer 2, Boss Nummer 4. Haben wir jetzt auch gefunden. Ja, wunderbar. Wunderbar. Eine Batterie. Na gut, auf geht's. It lives. It lives nicht mehr lange hier. Kaputt. Einmal bitte das Buch. Danke, danke schön. Was haben wir hier drinne? Ah, die Ebene wird aufgedeckt. Das ist doch schon mal schön. Dann würde ich mal sagen, gehen wir doch gleich mal nach oben. Denn da ist der nächste Bossraum schon quasi direkt vor der Tür. Wortwörtlich. Au. Ich sollte aufpassen. So ein kleines bisschen. Ganz kleines bisschen aufpassen. Das wäre sinnvoll. Delirium. Tschüss. Gut, merke, wir haben Delirium gefunden. Gut zu wissen. Man weiß ja schon mal, wo ich als letztes hingehen werde. Aber mein Plan mit Cancer wäre so schön gewesen. Ja, wäre. Hat aber nicht funktioniert. Hallo? Ja, der Damage Output ist abartig. Das kann man nicht anders sagen. Überhaupt keinen Überblick darüber, was jetzt gerade hier wen wo angreift. Aber die zusätzlichen Spinnen wären natürlich auch super. Da hinten sind noch welche. Einmal das öffnen, okay. Müll. Aufladen für unser Item. Gott, da liegt so viel Zeug. Was hast du nochmal? Larger Pille. Stimmt. Ich erinnere mich. Ninja Spinnen. Retrovision. Und auf zum Boss. Hallo, Conquest. Kaputt ist Conquest. Das ging schnell. Batterie für uns. Dankeschön. Und weiter geht's. Du? Verb. Retrovision. Hallo Headless Horseman und auf Wiedersehen Headless Horseman. Fates Reward. Ja, oh, noch ein Begleiter, der schießt. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sind bereit. Wir gehen zu Delirium. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir haben noch ein paar Herzen übrig, kriegen so noch was dazu. Gucken wir mal kurz hier rein. Aua. Warum habe ich hier reingeschaut? Warum bin ich nicht einmal direkt zum Boss gegangen? Zwei Powerpilze, das ist natürlich auch nicht schlecht. So. Und sonst. Luck up. Jede Menge Luck up, das ist schön. Aber brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht.
hätte jetzt tatsächlich gerne die Möglichkeit, mein Item mehrfach aufzuladen. Oh. Oh. Klar, den Geheimraum kann ich natürlich auch suchen. Wenn einem langweilig ist. Aber jetzt haben wir wirklich genug Leben. Auf zum Boss. Hi. Du tust mir jetzt schon leid. Ich werde ihn immer treffen. Egal wo ich bin, ich werde ihn immer treffen. Ich habe keine Ahnung, wo er überhaupt ist. Ach, da oben. Gertie. Gertie. Nein, Gertie. Wunderbar. Wir sind gerade super schön gerettet. Nochmal gerettet. Wir können jetzt ruhig mal langsam da weggehen jetzt. So. Und da haben wir einen weiteren Begleiter bekommen. Was haben wir hier? Laderpille. Tears up. Noch mehr Begleiter. Luck up. Ganz viele Begleiter jetzt. Noch mehr Begleiter. Verb. Gott, diese Tränenarmee. Und das war's. Gott. Euthanasia haben wir freigeschaltet. Oh no, ach, das war ein Speeddown. Oh, egal. Und wo sonst noch hier? Powerpill, Boss of Steel. Wir konnten diesen Kampf eigentlich gar nicht verlieren. Das geht nicht. Dann guckt euch das an. Angriff. Kann es sein, dass der Lackwert jetzt so hoch ist, dass wir nur noch diese Rasiermesser kriegen? Muss ich testen. Ja. Wow. Das ist ab einem Lackwert von 14 ist der Lackwert so hoch, dass man immer das bekommt. Interessant. Naja. Wir haben es geschafft. Euthanasia wurde freigeschaltet und damit ist auch dieser Run wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.